Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Das Astro-Seminar am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, das hat ja schon eine gewisse Tradition hier bei uns auf dem Kanal. Ich schätze das sehr, weil das sind einfach tolle Leute, die aus ihrem Fachgebiet hier berichten, immer zu einem übergeordneten Thema. In diesem Falle wird es jetzt um Asteroiden gehen und Meteoriten, über die Frage, wie wir sie überhaupt detektieren, was da draußen so alles los ist, welche Verkraterungen sie hinterlassen, wenn sie einschlagen, wie wir sie potenziell abwehren könnten. Also alles spannende Fragen, weil Asteroiden sind eh zweischneidige Objekte da draußen. Auf der einen Seite können sie durchaus einem Planeten die Bausteine, die Voraussetzungen zumindest des Lebens bringen, in Form von Wasser, wie es jetzt bei uns vermutlich auf unserem Planeten der Fall war. Andererseits können sie nach einer Entwicklung, die das Leben auf einem solchen Planeten durchläuft, zu schrecklichen Massenaussterben führen, wenn sie andere Lebensgrundlagen dann wieder nehmen, indem sie dann auf den Planeten einschlagen. Also das sind hochspannende Objekte und jedes Lebewesen auf einem Planeten sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Bevor wir aber jetzt noch tiefer einsteigen, wollte ich unbedingt dem Manfred Geider einen herzlichen Dank aussprechen. Sie können sich vorstellen, wie schwer das in der aktuellen Situation ist, solche Vorträge zu organisieren. Ohnehin hätten wir keine Möglichkeit gehabt. Er hat das alles nochmal umgebaut, dann ohne Publikum wurde das Ganze dann veranstaltet. Letztendlich hat er ein Hygienekonzept entwickelt, das man einfach heutzutage braucht, um sowas überhaupt aufnehmen zu dürfen. Und was soll man sagen? Manfred, toll. Danke dafür. Und ich bin mir sicher, die Leute werden es zu schätzen wissen, weil das Thema unglaublich spannend ist und uns selber betrifft. Das ist ja das Verrückte an dem Ganzen. Die große Bedrohung für uns, das sind einmal wir selber, okay, das liegt an uns, dass wir das auf die Reihe kriegen. Die Art und Weise, wie wir dann mit dieser Welt umgehen, okay. Aber von außen her, tja, das ist ein solcher Impaktor, der hier Verheerendes natürlich auslösen könnte. Und deshalb bin ich auch schon besonders gespannt dann auf diesen Vortrag, wo es dann um die potenziellen Abwehrgeschichten geht. Aber heute wird uns jetzt erstmal der Hermann Michael Hahn berichten von der Gesamthistorie, eine breite Einführung in dieses Thema liefern, also die Geschichte der Asteroidenforschung vorstellen. Er selber ist ja schon über 20 Jahre Vorsitzender der Volksternwarte in Köln, also der Mann weiß Bescheid über Asteroiden und er wird uns an seinem Wissen teilhaben lassen und darauf freue ich mich schon sehr. Ja, heute geht es um die Geschichte der Asteroidenforschung, praktisch den Einstieg zum Astroseminar 2020 über Kleinplaneten und anderes Material im Sonnensystem. Und ich werde also meinen Vortrag in vier Bereiche unterteilen. Ich beginne mit einem Prolog, das Sonnensystem im 18. Jahrhundert, um darzustellen und deutlich zu machen, wo die Geschichte der Asteroidenforschung beginnt. Dann geht es um die Ära der Entdeckungen, die reicht von Giuseppe Piazzi bis Charles D. Koval. In einem dritten Abschnitt werde ich ein bisschen zu der Phase der Erkenntnisse erzählen. Die richtige Erforschung der Asteroiden kommt ja in späteren Vorträgen vor. Diese Phase der Erkenntnisse beginnt bei Kyotsugu Hirayama und dauert bis Clark Chapman und anderen. Und als letztes, wenn wir dann noch Zeit haben, ist ein Epilog vorgesehen, ein Abgesang auf die Titius-Bodische Reihe, die ja wesentlich bei der Entdeckung der Asteroiden eine Rolle gespielt hat. Darauf komme ich aber jetzt. Es geht also los mit dem Sonnensystem im 18. Jahrhundert, wie das Sonnensystem ausgesehen hat, als man mit der Entdeckung der Asteroiden begonnen hat. Da muss man ein bisschen zurückgehen und ich habe deswegen eine Übersicht hier vom Sonnensystem, vom Planetensystem,
wie man es seit der Antike her kannte. Da sind also die Planetenbahnen aufgezeichnet. Von innen nach außen sind das Merkur, Venus, Erde und Mars. Und dann gibt es einen großen Abstand, bis das der Planet Jupiter und schließlich am Ende, am äußeren Rand, der Planet Saturn kommt. Und es fällt auf, und das ist auch damals schon aufgefallen, dass im inneren Bereich die Planeten sehr eng stehen, also in einem Entfernungsbereich von 0 bis ungefähr 1,5-fache Entfernung Sonne-Erde, kommen 4 Planeten. Dann kommt eine sehr große Lücke, die bis zur Jupiterbahn, das sind etwa 5,2 astronomische Einheiten, also der Jupiter ist mehr als 5-mal so weit von der Sonne entfernt. Und in dieser Lücke ist gar nichts und bis zum Saturn ist es denn nochmal ein so großer Abstand. Das heißt also innen eng, außen weit, und da hat man sich auch durchaus schon damals den Kopf drüber zerbrochen. Obwohl Johannes Kepler, der die Planetengesetze aufgestellt hat im frühen 17. Jahrhundert, der hat eigentlich mal versucht, die Planetenbahnen mit den sogenannten fünf platonischen Körpern in ihren Abständen zu verifizieren. Und er hat dann sich Folgendes überlegt: Die Erdbahn ist das Maß für alle anderen Planetenbahnen. Wenn man um die Erdbahn einen Dodekaeder legt, dann ist um diesen Dodekaeder herum dann schließlich die Bahn des Mars. Wenn man darum herum einen Tetraeder legt, also so diesen Trinkpäckchen, dann kommt die Bahn des Jupiter. Und wenn man um die Jupiterbahn einen Würfel legt, dann kann man die Bahn des Saturn oder die Sphäre des Saturn darum herum schließen. Und nach innen geht es auch mit den zwei weiteren, nämlich mit dem Ikosaeder. Innerhalb der Erdbahn hat man dann die Venusbahn. Und darum, da hinein den Oktaeder zu legen, dann hat man die Bahn des Merkur. Das ist also eine Geschichte, die Kepler sich überlegt hat, um die Reihenfolge und vor allen Dingen die Abstände der Planeten untereinander in eine harmonische Beziehung zu setzen. Und er war damit recht erfolgreich. Es war dann Immanuel Kant, der ein paar Jahrzehnte später sich überlegt hat, oder eher sogar ein Jahrhundert später sich überlegt hat, wie das Sonnensystem entstanden sein könnte, aus einem Nebel, aus einem rotierenden Nebel, in dem denn die Planetenbahnen sich zunächst einmal als Verdichtungen gebildet haben und dann die Planeten auf diesen Bahnen entstanden sind. Da gibt es dann eigentlich keinen Grund mehr dafür, warum so eine große Lücke sein muss zwischen Marsbahn und Jupiterbahn, wie sich der gute Kepler das vorgestellt hat. Und da fangen die Leute an, allmählich Zweifel daran zu bekommen. Und Johann Daniel Titius, das war ein Professor der Physik in Wittenberg, der hat dann schließlich in einem Buch, in einer Übersetzung der zweiten Auflage des Buches von Charles Bonnet über Betrachtungen über die Natur auf ein Ordnungsschema hingewiesen, dessen Entwurf er bei dem Philosophen Christian Wolff gesehen hatte. Der hatte dieses Schema schon einmal in seinem Buch, in einem seiner Bücher, muss man richtigerweise sagen, vorgestellt. Und der Titius hat das aufgegriffen. Und das will ich mal kurz erläutern, dieses System. Wenn man nämlich hingeht und die Planetenbahnen in Entfernungen, Sonnenabstand, in astronomischen Einheiten ausgedrückt darstellt, dann hat man diese Tabelle hier. Wir haben also Merkur, der 0,4 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt ist, also 40% der Entfernung Sonne-Erde, Venus 70%. Die Erde ist 1-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde, logisch. Der Mars 1,5-mal so weit, und dann hat man wieder diese große Lücke zwischen Mars und Jupiter. Und wenn man dafür eine Formel findet, und das hat der gute Titius sich überlegt, wo der erste Radius R1 der Radius der Planetenbahn des Merkurs ist und die zweite Radius R2 ist der Radius der Planetenbahn Venus, und dann diese Formel hier anwendet, die so ein bisschen wie eine geometrische Reihe aussieht, dann kriegt man folgende Beziehung hin.
dann kriegt man bei Merkur, wie gesagt, 0,4, bei der Venus 0,7 astronomische Einheiten. Das passt hervorragend, bis zum Planeten Erde natürlich auch. Und bei Mars kriegt man, wenn man die Formel ausrechnet, dann 1,6. Nun gut, Mathematiker wären damit nicht zufrieden bei 1,52, bei Physikern sieht das anders aus. Die bekommen dann schon eher mit Rundwerten aus. Und dann gibt es eben die berühmte Lücke zwischen Mars und Jupiterbahn. Bei Jupiter stimmt es dann wieder, 5,2. Und bei Saturn, wenn man die Formel ausrechnet, die Gleichung, dann kommt man auf 10,0. Also mit einer gewissen Ungenauigkeit ist das eigentlich gegeben. Das System scheint zu funktionieren. Zumindest hat Titius das damals so vorgestellt. Und ein Astronom, der spätere Direktor der Berliner Sternwarte, Johann Ehlert Bode, der hat diese Zusammenstellung gesehen und hat sie dann in eines seiner Bücher übernommen und als Fußnote, und seitdem heißt diese Regel dann die Titius-Bodische Regel. Und mit dieser Titius-Bodischen Regel hat man dann sich überlegt, muss man vielleicht doch irgendwann mal anfangen zu suchen zwischen Mars und Jupiterbahn, ob da nicht noch etwas ist. Aber vorher kam noch etwas anderes dazwischen, nämlich bis 1781 war das Sonnensystem hinterm Saturn sozusagen zu Ende. Das waren die Planeten, die man schon in der Antike bemerkt hatte, und da war dann eben hinterm Saturn Schluss. Und damit hatte das Sonnensystem einen Durchmesser von ungefähr 20-facher Entfernung Sonne-Erde. Und dann hat aber am 13. März der aus Deutschland ausgewanderte, nach England ausgewanderte Musiker Wilhelm Herschel den Himmel beobachtet mit einer Sternkarte und einem selbstgebauten Teleskop, was man rechts gesehen hat. Und er hat diesen Himmel gesehen und er hat in diesem Bereich des Sternbilds Zwillinge, wie es hier markiert ist, ein Objekt gesehen, was auf seiner Sternkarte nicht vermerkt war. Er wollte eigentlich die Genauigkeit der Sternkarte überprüfen und findet dann tatsächlich ein Objekt, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher dran, im Grenzbereich zwischen Stier und Zwillinge, das auf der Sternkarte nicht verzeichnet war und das auch sich im Laufe der nächsten Abende in seiner Position verändert hatte. Der gute Herschel hatte zunächst gemeint, er hätte einen Kometen gefunden, aber es stellte sich dann heraus, dass das ein weiterer Planet war und dieser Planet wurde dann Uranus genannt. Und mit dieser Entdeckung hat sich praktisch der Durchmesser des Sonnensystems mehr oder minder verdoppelt, denn Uranus ist ungefähr 20 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Und wenn man das jetzt in diese Titius-Bodische Regel einbaut und guckt, ob das passt, dann schauen wir einfach mal weiter. Sie sehen, wir haben also eben hier praktisch die Nummerierung der Planeten 1, 2, 3, 4, 5 weiter fortlaufend immer im Exponenten. Uranus ist dann die Nummer 6, ist zwar von außen gezählt der siebte Planet, aber man muss eben einen dazu rechnen. Und dann kommt man ja tatsächlich auf 19,6 anstatt 19,2 der Entfernung, die man für Uranus gemessen hat. Und das bedeutet, das war ein weiterer Erfolg für diese Titius-Bodische Regel. Und jetzt haben die Leute gesagt, also da scheint doch was dran zu sein. Wir müssen mal gucken, ob wir denn zwischen dem Planeten Mars und Jupiter noch was anderes finden. Damit komme ich also jetzt zur Entdeckung, der Ära der Entdeckungen, die von Giuseppe Piazzi bis Charles D. Koval reicht. Und an ihrem Anfang steht Johann Hieronymus Schröter, das war ein Astronom, ein Amateurastronom. Damals gab es noch gar nicht so viele professionelle Astronomen, sondern es waren eigentlich alles Liebhaber, die sich der Astronomie verschrieben hatten. Und er hat in der Nähe von Bremen eine Sternwarte gebaut in Lilienthal. Und er hat von daher dann im Jahre 1800 eine Reihe von bekannten führenden Astronomen
eingeladen nach Lilienthal, wo er seine Privatsternwarte betrieb. Man sieht rechts ein Bild, das ist also eine Aufnahme, ein Gemälde, das diese Sternwarte zeigt bei einem königlichen Besuch. Und das Instrument, was er sich beschafft hatte, war eines der größten Teleskope, die damals in Europa zumindest im Einsatz waren. Ja, und in Amerika gab es noch keine großen Teleskope, das hat sich erst viel später geändert. Und inzwischen gibt es übrigens auch einen Nachbau dieses Instrumentes, das ist hier zu sehen. Da ist also das Fernrohr, das so in einer Holzwiege praktisch steht, und man muss dann da oben hochgehen, um zu beobachten. Und damit hat also Schröter eine Reihe von Entdeckungen und Beobachtungen auch angestellt, bis ein paar Jahre später, 1805, 1806 etwa, die Franzosen kamen und ihm die Sternwarte zerstört haben. Zu den Teilnehmern dieser Konferenz gehörten unter anderem Heinrich Olbers, das war auch ein Bremer Astronom, der Franz Xaver von Zach, der Direktor der Sternwarte in Gotha war, und Karl Ludwig Harding, das war ein, sagen wir mal, Assistent von Olbers. Und diese drei haben also zusammen mit anderen dann überlegt, man will mal eine Himmelspolizei entwickeln, zusammenstellen, und das war sozusagen das erste astronomische Suchprogramm, das Beobachtungen an verschiedenen Sternwarten in Europa organisierte und eben vor allen Dingen dafür sorgen wollte, dass man etwas zwischen Mars und Jupiter findet. Aber sie sind gar nicht so sehr erfolgreich gewesen, zumindest am Anfang geht die Erstentdeckung auf einen Astronomen zurück, der mit dieser Himmelspolizei gar nichts zu tun hatte, der eher zufällig diesen ersten Planeten zwischen Mars und Jupiter gefunden hatte, nämlich der Sizilianer Giuseppe Piazzi, der einen Kandidaten für das Objekt zwischen Mars und Jupiterbahn fand. Er hatte den Himmel beobachtet in der Neujahrsnacht, also am 19. Jahrhunderts, das heißt am 1. Januar 1801. Und er hat im Sternbild wieder, das ist hier der Himmel, den er damals sehen konnte, Sie sehen also zum Beispiel das Sternbild Orion, den Stier, die Plejaden, und an der Stelle steht der Mars oder stand zu dem Zeitpunkt der Mars. Und im Sternbild, ich habe eben wieder gesagt, aber das, was er entdeckt hat, das befand sich an der Grenze zum Sternbild Stier. Das ist nämlich dieses Objekt hier, Ceres, wie es später genannt wurde, das sich dann im Laufe der nächsten Tage und Wochen langsam am Himmel bewegte, genauso wie der Mars auch. Die kamen also aufeinander zu sozusagen, und nach ungefähr 5-6 Wochen stand Mars und Ceres von uns aus gesehen ziemlich nahe beieinander am Himmel. Aber dann kam schlechtes Wetter und der gute Piazzi hat seinen kleinen oder seinen neuen Planeten verloren und nach einiger Zeit dann auch nicht mehr wiedergefunden, weil er ja die Bahn nicht bestimmen und nicht berechnen konnte. Und das war dann eigentlich so ein bisschen schwierig, denn damals gab es ja noch keine schnellen Verbindungen zu anderen Sternwarten. Das heißt, die anderen haben davon gar nichts mitbekommen und konnten auch an anderen Orten, wo das Wetter vielleicht besser gewesen war, gar nicht weiter nachschauen. Und das war also dann schließlich verloren, das Objekt, und der Piazzi hat aber darüber berichtet und in einer Zeitschrift, und dann hat der Göttinger Mathematiker Karl Friedrich Gauss diese Geschichte gelesen und hat sich mal hingesetzt und überlegt,
ob man aus diesen wenigen Beobachtungsdaten, die er von Piazzi bekommen hatte, ob er daraus vielleicht die Bahn bestimmen könnte. Er hat gleich eine ganz neue Methode der Bahnbestimmung aus wenigen Beobachtungsdaten entwickelt und tatsächlich auch die Position von Ceres für die nächste Sichtbarkeit bestimmen können. Und diese Bahn sah denn so aus, dass sie genau zwischen Mars- und Jupiterbahn liegt, wie in dieser Grafik hier zu erkennen ist. Man sieht also, dass sie sich teilweise unterhalb der Ekliptikebene und teilweise oberhalb der Ekliptikebene befindet. Also die Ekliptikebene, das ist ja die Bahnebene, in der sich die Erde um die Sonne dreht. Also es ist wie auch die übrigen Planeten ziemlich flache Bahn. Und der mittlere Bahnradius oder die große Bahnhalbachse ist ungefähr 2,77 astronomische Einheiten. Die Exzentrizität ist auch nicht sehr groß mit 0,07 oder fast 8. Und die Bahnneigung mit 10 Grad ist ein bisschen mehr, als man das von Merkur kennt, aber noch deutlich unter dem, was wir später bei Pluto kennengelernt haben. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Das ist also eine Bahn, die genau in die Lücke passt. Und wenn man das Ganze auf die Tabelle überträgt, dann sieht man tatsächlich diese 2,77 an dieser Stelle hier, die sind fast identisch mit der von der Titius-Bodischen Regel vorhergesagten Bahnhalbachse von 2,8 astronomischen Einheiten identisch. Nun gut, mit diesen von Gauss berechneten Daten wollte also der Wilhelm Olbers im März 1802 die Ceres wiederentdecken. So nach dem Motto, wollen wir mal gucken, ob der gute Gauss richtig gerechnet hat. Was dabei rausgekommen ist, war weniger die Wiederentdeckung, die kam erst später von Ceres, sondern erstmal hat Olbers einen eigenen kleinen Planeten, einen weiteren entdeckt. Und zwar sind wir jetzt im Sternbild Jungfrau. Da oben in der Ecke, das ist Jupiter und Saturn, die gerade eine große Konjunktion hinter sich haben oder vor sich haben. Und hier im Sternbild Jungfrau gibt es also dann auch wieder ein Objekt, nämlich die Pallas, die nicht im der Sternkarte vorhanden war und die sich im Laufe der nächsten Wochen nach Norden bewegte und Ceres dann fast sogar berührte oder kreuzte die Bahn von Ceres. Die beiden Planeten sind also so oder Objekte sind so weitergelaufen. Das heißt, also man kann im Moment fast sagen, dass der gute Olbers an der falschen Stelle geguckt hat, wenn er hier was gefunden hat, denn er hätte da gucken müssen. So war es jedenfalls auch vorher berechnet. Aber vielleicht hat er da erstmal nichts gesehen und hat dann noch weiter geguckt und gesucht und da was gefunden. Darüber gibt es keine mir vorliegenden Berichte, wie das gewesen ist. Aber immerhin, er hat also nicht nur Ceres schließlich auch wiedergefunden, sondern das zweite Objekt dieser Art gefunden. Und dessen Bahn ist nun ein bisschen anders. Sie liegt zwar auch im Bereich zwischen Mars und Jupiter, aber sie hat eine deutlich größere Exzentrizität, 0,23. Das ist also schon fast die Exzentrizität von Merkurbahn. Und er hat eine sehr auffällige Bahnneigung von fast 35 Grad. Das heißt, er bewegt sich also auch weit unterhalb oder weit oberhalb der Ekliptik und ist von daher eher eine Zufallsentdeckung gewesen für diese Geschichte, weil er sich zum Zeitpunkt der Entdeckung gerade in der Nähe der Ekliptik aufgehalten hat. Zwei Jahre später schlug dann die große Stunde von Karl Ludwig Harding, dem Assistenten von Olbers. Im Sternbild Fische stieß er auf ein weiteres Objekt zwischen Mars- und Jupiterbahn und das ist also jetzt hier dargestellt, das ist die Juno, die sich auch wieder im Bereich zwischen Mars- und Jupiterbahn bewegt, aber etwas kleinere Bahnhalbachse hat,
auch eine ziemlich große Exzentrizität und wieder eine geringe oder mittlere Bahnneigung, ein bisschen mehr als bei Ceres, aber deutlich weniger als bei Pallas, nämlich 13 Grad. Ja, und allmählich wurden die Astronomen hellhörig, denn also statt nur eines Objektes, wie man erwartet hatte, findet man nun allmählich mehrere und sie sind vor allen Dingen alle nicht besonders hell, obwohl sie ja zwischen Mars und Jupiterbahn eigentlich viel näher an der Erde und an der Sonne sind als etwa der Jupiter oder der Saturn, sind sie deutlich lichtschwächer, mit bloßem Auge eigentlich gar nicht zu sehen, denn sonst wären sie ja auch schon früher aufgefallen. Also sie müssen offenbar auch relativ kleine Objekte sein, da sie nicht viel von dem Sonnenlicht, was sie erreicht, wieder reflektieren und von daher eben auch von der Helligkeit her unterhalb der Grenze des für das bloße Auge sichtbaren Objekte bleiben. Und dann kommt noch Nummer 4, das heißt ja eigentlich alle guten Dinge sind 3, aber in dem Fall sind es 4 gewesen, denn der gute Olbers fand am 29. März 1807 gleich nochmal ein Objekt und wieder im Sternbild Jungfrau. Das haben wir ja eben schon mal kennengelernt. Diesmal befand sich sein neuer Planet am Nordrand sozusagen. Das andere hatte er ja hier unten gefunden, unweit der Ekliptik. Das ist ja wieder weit von der Ekliptik entfernt. Und auch dieses bewegt sich innerhalb der Jupiterbahn und außerhalb der Marsbahn, aber mit einem deutlich kleineren Bahnradius, 2,36 astronomische Einheiten, das hatten wir jetzt noch nicht, sowas Nahes relativ zur Marsbahn. Und vor allen Dingen, die Bahnexzentrizität ist auffallend klein, also fast schon kreisbahnähnlich und die Bahnneigung ist auch nicht sehr hoch, 7 Grad an dieser Stelle. Gut. Wenn man sich das Sonnensystem also jetzt 1810 anschaut, dann hat man nicht nur die bekannten Planeten von Merkur bis Saturn, bis Uranus inzwischen ja auch schon, sondern auch noch 4 weitere Objekte dabei, kleinere Objekte offenbar, die die Lücke zwischen Mars und Jupiter füllen. Oder zu füllen scheinen, muss man eigentlich sagen. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, es handelte sich um sehr kleine oder vergleichsweise kleine Objekte und sie erschienen im Fernrohr auch nur punktförmig. Anders als die Planeten, beim Mars kann man ja durchaus ein Scheibchen erkennen, beim Jupiter und beim Saturn auch sehr gut. Und bei diesen kleinen Planeten hat man zunächst einmal gar nichts außer sternähnliche Punkte gesehen. Und deswegen heißen diese Objekte auch im englischen Sprachbereich Asteroiden, weil sie sternähnlich aussehen. Im Deutschen hießen sie lange Zeit Planetoiden, weil sie planetenähnlich sind, aber nicht aussehen. Das heißt aber, man muss fairerweise sagen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nachdem man diese 4 gefunden hatte, sprach man eigentlich von 4 Planeten. Und da hatte das Sonnensystem auf einmal zu den 7 Planeten, die man ja nun schon kannte, bis zum Uranus hatte man auf einmal 11 Planeten. Und daran hat sich auch die nächsten 40 Jahre wenig geändert. Denn erst 1845 wurde der nächste Planet zwischen Mars und Jupiterbahn gefunden. Aber wir gucken uns erstmal noch die Bahnen dieser Asteroiden oder Kleinplaneten oder wie auch immer von der Seite oder fast von der Seite an. Und da sehen wir, sie bewegen sich eben durchaus in ekliptiknahen Bahnen bis auf die Pallas, die da deutlich herausragt mit einer Bahnneigung von fast 35 Grad. Hier ist dasselbe nochmal jetzt ganz aus der Bahnebene herausgegriffen. Da sieht man also, das sind durchaus ungewöhnliche Bahnen darunter, die nicht so ganz zu dem regelmäßigen Bild des Planetensystems passen, was man damals vorher hatte.
Hier habe ich jetzt mal aufgetragen die Entwicklung der Planeten oder der Entdeckung dieser Objekte zwischen Mars- und Jupiterbahn von 1800 bis 1900. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte man nämlich insgesamt fast 500 Asteroiden zusammen, Objekte zwischen Mars und Jupiterbahn. Und unten ist die, also die grüne Kurve gibt wieder die Zahl der Entdeckungen pro Jahr. Und die rote Kurve ist praktisch die Summation. Und Sie sehen, das ist, ja, heute würde man sagen, pandemieähnlich. Die Entwicklung, sie nimmt also exponentiell zu mit wachsender Zeit, weil ab 1850 oder 45 immer mehr Leute sich dafür interessierten und immer mehr Entdeckungen gemacht wurden und auch immer mehr Sternwarten entstanden sind, wo man nach solchen Objekten suchen konnte. Ja, und in die Zeit zwischen 1876 etwa und 1892 ragt ein Astronom heraus. Das war Johann Palisa, der zunächst in dem heutigen Kroatien und später in Österreich gearbeitet hat, an der Wiener Sternwarte, der allein 123 Asteroiden innerhalb von 12 Jahren oder 13 Jahren entdeckt hat. Der hatte sich also darauf verlegt sozusagen. Okay, hier ist jetzt einmal aufgetragen die Zahl der ersten 500 Asteroiden aufgeteilt nach den großen Bahnhalbachsen, und zwar in Abständen von 0,1 astronomischen Einheiten. Und man sieht, also da ist hier eine relativ nahe, noch innerhalb der Marsbahn, denn die Marsbahn läge ja hier. Hier geht es dann eigentlich jenseits von 2 astronomischen Einheiten so richtig los, aber keineswegs gleichmäßig verteilt, geht bis etwa 3,5 astronomische Einheiten, und dann gibt es da nochmal so einen kleinen Hügel. Und wenn man da mal die Bahnen der Planeten dazu einträgt, dann hat man also am linken Rand die Erdbahn, dann die Marsbahn und dann am rechten Rand die Jupiterbahn, und irgendwo zwischendurch gehörte eigentlich der Planet 4 hin, also das wäre der Ort, wo er nach der Titius-Bodischen Reihe hätte sein müssen. Und es fällt auf, dass gerade an dieser Stelle eigentlich besonders wenig Kleinplaneten gefunden sind. Innerhalb dieser Bahn und außerhalb dieser Bahn von der großen Bahnhalbachse sind es deutlich mehr als an dieser Stelle. Und dann hat man sich natürlich überlegt, woran könnte das liegen? Eine Normalverteilung, eine gaußsche Normalverteilung sähe so aus, mit dem Maximum eben an der Stelle, wo der Planet 4 oder die Titius-Bodische Reihe diesen Planeten 4 vorausgesagt hätte. Und man sieht, das Maximum ist tatsächlich etwa in dieser Höhe auch gegeben, aber es ist ein bisschen nach innen verrutscht. Hier hat man durchaus auch eine Übereinstimmung, aber hier ist offenbar deutlich weniger, und hier in diesem Bereich auch. Hier geht's, passt es einigermaßen. Hier ist auch wieder weniger, und da ist auffallend mehr, als es eigentlich sein sollte. Nun ist das natürlich nur ein kleiner Wert, wenn man da 3 oder 4 Asteroiden kennt, und da sagt die Statistik, hat die Statistik denn vielleicht doch die ein oder andere Ungenauigkeit oder Unschärfe oder Fehlerbreite oder wie auch immer man das nennen will. Da muss man aber trotzdem versuchen, da was zu erklären. Aber man hat sich erstmal überlegt, woran liegt das denn, dass da so eine ungleichmäßige Verteilung ist. Und man hat festgestellt, da gibt es also, wenn man mal die Umlaufzeiten der Planeten oder der Objekte in diesem Bereich sich anschaut, die Objekte, die eine große Bahnhalbachse von 2,5 astronomischen Einheiten haben, die bewegen sich in der sogenannten 3:1 Resonanz zum Jupiter. Das heißt, wenn die dreimal um die Sonne gelaufen sind, ist Jupiter einmal um die Sonne gelaufen, weil er ja weiter draußen ist. Und das heißt, die spüren die Störwirkung des Jupiters immer an derselben Stelle ihrer Bahn.
und werden vermutlich, das war schon relativ früh eine Überlegung, dann aus dieser Bahn herausgedrängt, weil der Jupiter sie immer wieder an der gleichen Stelle in die gleiche Richtung zerrt. Und eine ähnliche Resonanz gibt es in diesem Bereich bei 2,8 astronomischen Einheiten, etwa 2,87 astronomischen Einheiten. Wenn der Jupiter sich zweimal um die Sonne dreht, bewegen sich diese Objekte an der Stelle immerhin fünfmal um die Sonne herum und spüren den Jupiter eben auch immer wieder an der gleichen Stelle als Störwirkung. Und dann gibt es da noch eine weitere Bahnresonanz in der Nähe. Die beiden können sich zum Teil sogar auch ergänzen. Da entsprechen sieben Umläufe der Asteroiden, immerhin drei Umläufen des Planeten Jupiter. Sie sind so kleine ganzzahlige Verhältnisse, da spricht man von Bahnresonanzen und deutlichen Störeinwirkungen. Und dann gibt es eine ganz massive Störeinwirkung durch die 2:1 Resonanz natürlich, wo die halbe Umlaufzeit ist, wo das Objekt praktisch nach zwei Umläufen immer wieder vom Jupiter an der gleichen Stelle gestört wird. Und es gab schon relativ früh einen amerikanischen Astronomen, Daniel Kirkwood, der darauf hingewiesen hat, und zwar im Jahre 1866, und seitdem spricht man von den sogenannten Kirkwood-Lücken. Und man muss sich mal vorstellen, 1866 waren erst 90 Asteroiden bekannt. Übrigens, der Wechsel von Idee Planet zwischen Mars- und Jupiterbahn zu Idee, das muss was anderes sein, ist also so um 1850 entstanden, als die Zahl der Asteroiden immer größer wurde und man sprach dann tatsächlich zunehmend von kleinen Planeten oder von Asteroiden. Ist sowas Ähnliches gewesen wie 2006, als die Internationale Astronomische Union eine neue Definition für Planet eingeführt hat und gesagt hat, der Pluto, der passt nicht mehr in dieses Schema rein, den machen wir jetzt zum Zwergplaneten. Er ist kein richtiger Planet, aber das ist eine Diskussion, die gehört hier nicht hin. Ich wollte nur sagen, das ist auch nichts Neues gewesen, das hatten die Astronomen schon mal, eine solche Begriffsänderung, dass sie die kleinen Planeten zwischen den Mars und Jupiter mit einer neuen Bezeichnung, eben Asteroiden oder Planetoiden, belegt haben. Gut, aber wie gesagt, 1866 waren erst 90 von diesen Asteroiden bekannt. Die Statistik war natürlich noch wesentlich brüchiger oder anfälliger und trotzdem hat der gute Mann Kirkwood diese Überlegungen angestellt. Und wenn man das heute macht, anhand von ungezählten, würde ich jetzt mal sagen, Asteroiden, dann ist das natürlich sehr viel deutlicher zu sehen, denn in diesen sogenannten Kirkwood-Lücken gibt es in der Tat immer nur sehr wenige Asteroiden, aber darüber doch in den Bereichen dazwischen sehr viel mehr. Aber es fällt auf, hier sind auch einige Resonanzlücken, die zumindest durch die oben genannten Resonanzen nicht erwähnt werden. Ich habe mal versucht herauszufinden, was da sein könnte. Da gibt es also auch natürlich eine 8:3 Resonanz, die vielleicht für diese Lücke verantwortlich sein könnte, oder eine 9:4 Resonanz, die für diese Lücke verantwortlich sein könnte dort, die ja zunächst einmal auch ziemlich auffällig ist. Und es gibt noch eine 11:4 Resonanz, ja, aber die Lücke, die dabei entsteht, ich mache das nochmal weg, die ist jetzt nicht besonders auffällig. Also die kann man auch vergessen, die ist vielleicht auch nicht mehr so wirksam, weil das doch schon eine ziemlich hohe Zahl und eine ziemlich schwache, langsame oder selten auftretende Einwirkung ist. Gut, wir sind aber ja in der Phase der Entdeckungen. Die Erkenntnisse waren, das mit der Lücke, das war eigentlich schon eine Erkenntnis, aber aus der hat man zunächst einmal noch nichts abgeleitet, sondern das nur festgestellt. Jetzt gehen wir in der Entdeckungsphase weiter und den ersten Ausreißer hat ein Berliner Astronom entdeckt, 1898 am 13. August, für Berlin ja ein besonderes Datum. Da hat er den Kleinplaneten Eros gefunden mit der Nummer 433, also irgendwann hat man angefangen, die Planetoiden oder Asteroiden zu nummerieren. Und dieser Eros
der bewegt sich eben auf einer Bahn, die innerhalb der Marsbahn zum Teil verläuft. Die Bahnhalbachse ist kleiner als die Bahnhalbachse des Planeten Mars und das war der Punkt, der eben ganz links innerhalb der Marsbahn noch stand, bei den 500 Asteroiden, die ich da aufgelistet hatte. Die Exzentrizität ist relativ hoch und die kleinste Sonnenentfernung, also das Perihel, liegt bei 1,13 astronomischen Einheiten. Das heißt, der kommt der Erde auch vergleichsweise nahe. Und deswegen ist er also dann auch von den Astronomen sehr sorgfältig beobachtet worden, auch von verschiedenen Punkten der Erde aus gleichzeitig angepeilt worden, um die Parallaxe zu diesem Objekt zu bestimmen. Also praktisch herauszufinden, wie weit dieses Objekt von der Erde entfernt ist, so mit Triangulationsmethoden, um auf diese Weise die Entfernung Sonne-Erde, die man dann über das dritte Keplersche Gesetz ausrechnen kann, etwas genauer zu bestimmen, als das zu dem Zeitpunkt möglich war. Inzwischen hat man daher andere Methoden gefunden, aber das war mal eine Verbesserungsmöglichkeit. Dann ein paar Jahrzehnte später, am 31. Oktober 1920, fand Walter Bade, der war damals noch in Hamburg-Bergedorf, der ist ja dann später in die USA ausgewandert, den ersten Asteroiden mit einer großen Bahnhalbachse jenseits der Jupiterbahn, der also weiter von Jupiter entfernt ist, zumindest über weite Teile seiner Bahn, als der Planet Jupiter. Und das war der Kleinplanet mit der Nummer 944 Hidalgo. Sie sehen hier, das ist die Jupiterbahn und das ist die Marsbahn. Das heißt, er kommt also ziemlich an die Marsbahn ran, geht aber weit über die Jupiterbahn hinaus bis fast zum Saturn. Er hat eine ziemlich exzentrische Bahn mit 0,06 und er ist im sonnenfernsten Punkt immerhin 9,5 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Das ist also fast so viel wie der Saturn. Dann gibt es die nächste Entdeckung. Am 12.03.1932 fand der belgische Astronom Eugène Delporte den ersten erdnahen Asteroiden. Ich meine, Icarus ist zwar, Eros kommt zwar auch relativ nah an die Erde heran, aber es sind immerhin noch einige zig Millionen, 10, 12 Millionen Kilometer zwischen der Erdbahn und der Erosbahn. Und bei diesem Objekt Amor ist das ein bisschen anders, denn wenn man den mal sich anschaut, die Bahndaten, dann sieht man, er kommt bis auf weniger als 0,1 astronomische Einheiten, also bis auf weniger als 15 Millionen Kilometer an die Erdbahn heran und kann damit grundsätzlich, wenn die Bahn unterliegt ja auch Störungen, eventuell auch noch näher an die Erde herankommen im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen und vielleicht auch der Erde mal gefährlich werden. Schlimmer wird es allerdings bei den Objekten, die dann die Erdbahn kreuzen. Und da ist der erste entdeckt worden am 24. April 1932, und zwar von Karl Reinmund in Heidelberg. Und dieser Erdbahnkreuzer, den nannte er Apollo, beziehungsweise der wurde später Apollo genannt, und hätte eigentlich die Nummer 1243 verdient. Die hat er aber nicht gekriegt, denn er ist verloren gegangen. Man hat die Bahn zwar bestimmen können später, aber er ist verloren gegangen, wenige Wochen nach der Entdeckung und erst 1973 wiederentdeckt worden. Und dann hat man festgestellt, dass die Bahn von diesem Objekt, was man 1973 gefunden hat, mit der Position oder mit den Positionen von Apollo übereinstimmt und hat dann die Nummer 1862 vergeben müssen, weil vorher dann schon weitere Entdeckungen gemacht worden sind. Und die Nummer wird immer dann verteilt, wenn die Bahn sicher berechnet werden kann und also von daher gesehen auch sichergestellt werden kann, dass man dieses Objekt eindeutig am Himmel identifizieren kann.
Und Sie sehen, wenn man jetzt hier die große Bahnhalbachse ansieht, die ist auch kleiner als die von Mars. Die Exzentrizität ist wieder relativ hoch und der sonnennächste Punkt liegt sogar noch innerhalb der Venusbahn. Das heißt also, dieses Objekt kommt sowohl der Erdbahn als auch der Venusbahn ziemlich nahe und kann von daher auch durchaus Störungen unterliegen, die dazu führen, dass die Bahn sich verändert, und langfristig gesehen ist das zum Beispiel durchaus ein Kandidat dafür, der Erde eines Tages mal gefährlich werden kann. Dann kommt nochmal Walter Bade ins Spiel, der den ersten Asteroiden mit einem sonnennächsten Bahnpunkt noch innerhalb der Merkurbahn gefunden hat. Und den hat man dann sinnigerweise Icarus getauft, an die griechische Mythologie erinnernd, die Geschichte von Daedalus und Icarus, die da mit Vogelfedern fliehen wollten und deswegen fliegend geflohen sind, und der Icarus ist der Sonne zu nahe gekommen. Also der ist, wie die Legende oder die Geschichte erzählt, einfach zu hoch geflogen, und dann hat der Wachs, mit dem die Flügel festgemacht waren an den Armen, der Temperatur nicht mehr standgehalten. Die Federn sind abgefallen. Und von daher ist er denn ins Meer gestürzt. Und Icarus kommt eben der Sonne auch ziemlich nah. Das passt also eigentlich ganz schön. Wenn man sich da die Bahndaten anschaut, dann sieht man, der hat eine große Bahnhalbachse, die nur wenig größer ist als die Bahnhalbachse der Erde. Das heißt, er braucht ein bisschen mehr als ein Jahr, um die Sonne einmal zu umrunden, hat eine stark elliptische Bahn und kommt also bis auf ungefähr 28 Millionen Kilometer an die Sonne heran, also so ähnlich wie die ESA-Sonde oder vielmehr die Parker-Sonde, die zurzeit ja unterwegs ist in Richtung Sonne. Und an der sonnenfernen Stelle ist Icarus also noch weit jenseits der Marsbahn, eigentlich hier so im Bereich, wo die normalen Asteroiden herumfliegen, aber vielleicht ist er da irgendwie mal durch einen Zusammenstoß von der Bahn abgekommen. Das kann man natürlich heute so einfach nicht mehr rekonstruieren. Ja, und jetzt gibt es noch ein paar besondere Entdeckungen zu erwähnen, auch wenn es langweilig oder allmählich ermüdend klingen mag. Da ist nämlich das erste Objekt gefunden worden, 1976 im Januar, mit einer großen Bahnhalbachse innerhalb der Erdbahn. Das heißt also, dieses Objekt Aten, das ist, bewegt sich mit einer Umlaufzeit von weniger als einem Jahr um die Sonne, aber weil die Bahn elliptisch ist und der sonnennächste Punkt etwa innerhalb fast bis an die Venusbahn herankommt, ist er im sonnenfernsten Punkt auch jenseits der Erdbahn noch. Aber immerhin, es ist also einer, der die Erdbahn auf seiner Bahn zweimal kreuzt. Und das letzte Objekt, was ich in dieser Richtung erwähnen will, das war Charles T. Kowals Entdeckung vom 18. Oktober 1977. Das ist ein Objekt mit einer großen Bahnhalbachse größer als die des Planeten Saturn. Das ist Chiron mit der Nummer 2060, der bewegt sich also von knapp innerhalb der Saturnbahn bis knapp innerhalb der Uranusbahn. Und das ist also ein ganz ungewöhnliches Gebilde. Es hat sich denn herausgestellt, dass der auch kometenähnliche Erscheinungsformen zeigt, wenn er durch den sonnennächsten Bahnpunkt läuft, also Ausgasungen zeigt, und das ist möglicherweise ein schlummernder Kometenkern, wobei jetzt dann so die Grenze zwischen Asteroiden und Kometen ein bisschen verschwimmt. Das findet man inzwischen im Asteroidengürtel selber auch durchaus, aber es gibt Überlegungen, die davon ausgehen, dass es sich dabei eben tatsächlich um einen Kometen handelt, der in Lauerstellung ist, um irgendwann mal vom Saturn vielleicht umgelenkt zu werden auf eine noch nähere Bahn, sodass wir dann ein Objekt haben,
dass als neuer Komet in die Jupiter- oder Saturnfamilie aufgenommen wird. Der ist also im sonnenfernsten Punkt eben fast an der Uranusbahn und im sonnennächsten Punkt, ich sagte es eben schon, noch innerhalb der Saturnbahn. So, damit ist diese zweite Phase abgeschlossen, die Phase der Entdeckung. Man hat inzwischen sogar auch noch welche Objekte gefunden, die noch weiter innerhalb laufen, aber das spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr. Sogar auch Asteroiden mit Umlaufzeiten deutlich unter einem Jahr. Aber egal, das lassen wir jetzt mal weg und wir gehen in die Phase der Erkenntnisse, die mit dem Japaner Kiyotsugu Hirayama beginnt. Und der hat 1918 aus der Ähnlichkeit von Bahnelementen, ich habe Ihnen ja jetzt eben schon eine Reihe von Bahnelementen gezeigt, denn zunächst einmal die Existenz von drei Asteroidenfamilien abgeleitet. Und zwar so nach dem Motto, wenn die Objekte ähnliche Bahnen haben, dann haben sie möglicherweise auch eine ähnliche Geschichte und sind vielleicht aus der Kollision, der Zerstörung von einem größeren Objekt hervorgegangen. Das war ja ohnehin auch eine Zeit lang die Überlegung, wie sind eigentlich die vielen Kleinplaneten da entstanden? Warum gibt es da so viele kleine Sachen und nicht einen großen Planeten? Die erste Überlegung war, der Jupiter hat es verhindert mit seiner Anziehungskraft bei der Entstehung des Sonnensystems. Die zweite Überlegung war, da sind vielleicht Objekte zusammengestoßen, die Bausteine für einen größeren Planeten waren. Und mit dieser Überlegung hat er nämlich, also der gute Herr Hirayama, zunächst einmal drei und später noch eine Reihe von weiteren Familien erkennen können. Die erste hat er nach dem größten Mitglied dieser Familie genannt, Themis, dann die Koronis-Familie und als drittes die Eos-Familie. Und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich habe mal jeweils die größten Asteroiden-Mitglieder dieser Familien aufgezeichnet hier oder das Programm Redshift dazu Hilfe genommen. Und diese Positionen, die sind alle für den 20. April 2020 gerechnet gewesen, der Tag, an dem der Vortrag ja eigentlich live hätte stattfinden sollen. Aber okay, das denke ich ist aber jetzt nicht weiter dramatisch, dass das schon ein bisschen überaltet ist. Man sieht hier die Positionen von ungefähr einem Dutzend dieser Objekte. Der Themis-Familie, Themis ist also auch eins von den 12 und wenn man die Bahnen dazu einmal aufträgt, dann sieht man jetzt eigentlich nicht, dass die ähnlich sind. Das ist schon sehr mutig zu sagen, die könnten alle aus der Zerstörung eines Objektes hervorgegangen sein. Aber das sind die momentanen Bahnen und wir werden gleich noch einen Unterschied sehen zwischen den momentanen Bahnelementen, die natürlich Störungen, ständigen Störungen, etwa durch den Jupiter oder durch Begegnungen untereinander ausgesetzt sind und den sogenannten Proper Elements, den wahren oder langfristigen Bahnelementen. Und da sieht die Sache nämlich dann gleich ganz anders aus. Auffallend ist, dass wenn man diese Bahnen von der Seite sich anguckt, dieser Familie, der Themis-Familie, dass sie zumindest alle in der fast der gleichen Ebene liegen. Das ist also schon mal auffällig, wenn man das mal im Auge behält. Die zweite Familie, das war die Familie um den kleinen Planeten Koronis herum, der hier steht. Und die sind alle ein bisschen näher an der Sonne dran. Und da kann man schon eher den Eindruck bekommen, dass die nun tatsächlich auch vielleicht miteinander verwandt sein könnten. Sie sind also noch ziemlich nahe beieinander und wenn man es von der Kante aussieht, auch so ziemlich alle in der gleichen Bahnebene. Möglicherweise ist das natürlich auch in dem Fall ein Hinweis darauf, dass diese Kleinplanetenfamilie, die Koronis-Familie, jünger ist, dass die Bahnen noch nicht so auseinandergedriftet sind oder aber, dass die Zerstörung, die zur ersten Familie geführt hat,
zur Themis-Familie, dass die heftiger war und von daher die Objekte in alle möglichen Richtungen davon gestoben sind. Und jetzt haben wir noch die dritte Familie, das ist dann die Eos-Familie. Eos sitzt da und wenn man sich da die Bahnen anguckt, na, die sind auch schon wieder noch relativ eng beisammen. Aber hier sieht man auch wieder, im Gegensatz zu dem, was wir bislang gesehen haben, die sind ziemlich stark geneigt gegeneinander, sehen also ziemlich wirr aus durcheinander. Gut, man hat sogar mal versucht, von Eos die ursprüngliche Gestalt zu rekonstruieren, indem man die einzelnen Objekte, die man, also zumindest die größeren, sozusagen zusammengefügt hat, so wie in einem Lego-Baukasten. Und man kommt dann auf einen Gesamtdurchmesser von möglicherweise etwa 180 Kilometern, die das Objekt, das Mutterobjekt, der Mutterkörper von Eos gehabt haben könnte. Ja, ich sagte eben, wenn man die aktuellen Bahnelemente, die die Astronomen auch als oskulierende, also küssende Bahnelemente bezeichnet, weil sie gerade an der aktuellen Position angelegt sind, nur die Bahn, die eigentliche Bahn küssen und sie ständig verändern, da sieht man eigentlich hier keine Häufungen in dieser Grafik, die die Exzentrizität der Bahnen gegen die Neigung der Bahnen aufträgt. Aber wenn man die Proper Elements berechnet, das ist ein bisschen aufwendig, dann sieht man durchaus solche Häufungen, dass also es Zusammenhänge zwischen der Exzentrizität und der Bahnneigung gibt. Also sehr viele Objekte mit einer Exzentrizität von 0,1 haben 6 Grad Bahnneigung ungefähr. Oder sehr viele mit einer Exzentrizität von 0,15 haben, also diese Bahnneigung oder da oben 12 bis 14 Grad. Ist das Zufall oder nicht? Und inzwischen, das ist jetzt natürlich alles neuere Geschichte der Asteroidenforschung, kann man also tatsächlich hingehen und diese Familien dann auch da so wiederfinden. Die Astronomen sprechen inzwischen von etlichen Kleinplanetenfamilien und gehen eben tatsächlich auch davon aus, dass das ursprünglich alles einmal größere Einzelkörper gewesen sind, die durch gegenseitige Kollisionen zerstört wurden. Und in diesem Diagramm sind jetzt auch noch Farben wiedergegeben. Die haben nichts mit den Farben der Asteroiden zu tun, sondern das sind nur die Farben oder die Grenzen, die sich ergeben aus den Bahnresonanzen. Komme ich gleich noch drauf. Erstmal die drei Familien, die wir eben kennengelernt haben. Themis, Coronis und Eos. Und da sieht man auch direkt, dass die Eos-Familie eben eine ziemlich hohe Bahnneigungsquote hat, eine breite Streuung. Und die beiden anderen sind relativ einheitlich in ihrer Bahnneigung. Gut, und jetzt kommen wieder die Resonanzen dazu, die also letzten Endes diese Bereiche auch sauber trennen. Das heißt also, Eos ist genau zwischen der 7 zu 3 und der 9 zu 4 Resonanz eingekesselt. Und die Coronis-Familie hier, die ist zwischen der 5 zu 2 und der 7 zu 3 Bahnresonanz eingekesselt. Und die Themis-Familie, die ist hier eingekesselt zwischen der 9 zu 4 und der 2 zu 1 Resonanz. Das heißt also, da gibt es offenbar dann auch sehr deutliche Grenzen. Oder andere Familien, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Eunomia ist auch hier in diesem Hauptgürtelbereich eingegrenzt. Und Vesta, die Familie, die ist hier im inneren Bereich eingegrenzt. Das heißt, es lässt also darauf schließen, dass es da Grenzübertritte zwischen den einzelnen Bereichen offenbar gar nicht gibt. Oder nur selten gibt. Und darüber hinaus kann man dann erwarten, dass es vielleicht auch sogar unterschiedliche Zusammensetzungen der Asteroiden in den einzelnen Zonen des Haupt,
Erdgürtels gibt, weil sie zum größten Teil ja von einzelnen Großkörpern abstammen. Ich komme aber noch mal auf die Frage des Alters zurück. Ich habe das ja eben schon mal angesprochen. Möglicherweise ist das ein Hinweis, die Bahn ungenau oder die ungenaue Übereinstimmung der Bahn oder die genaue Übereinstimmung oder die gute Übereinstimmung der Bahn ein Hinweis auf das Alter. Man hat also inzwischen auch Altersbestimmungen machen können bei diesen Asteroidenfamilien und kommt darauf, dass die Themis-Familie ungefähr 3 Milliarden Jahre alt ist und die Koronis-Familie etwa 1,7 Milliarden Jahre alt ist. Also entweder war die Themis-Explosion oder Zerstörung viel heftiger oder aber im Laufe der Zeit verändern sich die Bahnen stärker. Bei der Koronis-Bahn oder der Koronis-Familie sieht es in der Tat so aus, dass man davon ausgehen kann, das ist fast augenfällig, dass es sich dabei um zusammenhängende oder ursprünglich gemeinsame Objekte handeln könnte. Ja, und bei der Eos-Familie, nee, jetzt sind wir noch bei einer anderen, nämlich Charin. Das ist eine, die habe ich bislang noch nicht erwähnt, das ist eine Untergruppe von einer Familie. Da liegen die Bahnen fast übereinander. Die hat also eine große Bahnhalbachse von 2,86, die Charin, eine fast kreisähnliche Bahn und eine ziemlich geringe Bahnneigung. Und da hat man das Alter tatsächlich sehr genau bestimmen können und kommt auf ein Alter von ca. 5,8 Millionen Jahren. Das ist also die jüngste bekannte Asteroidenfamilie. Da ist vor nicht allzu langer Zeit offenbar mal irgendwas Heftiges passiert. Gut, das nur als Beispiel. Ja, wir sind bei dem immer noch im Zeitalter der Erkenntnisse oder in der Ära der Erkenntnisse und jetzt allmählich so, nachdem man gemerkt hatte, die Asteroiden sind weit verbreitet im Sonnensystem, haben dann auch so die offiziellen Forscher erkannt, dass man, und die Weltraumfahrt machte es dann auch möglich, dass man sich diesen Objekten vielleicht ein bisschen näher widmen sollte und vielleicht auch irgendwann mal nutzen kann. Denn solche Asteroiden, Gesteinsklumpen könnten ja auch vielleicht Rohstoffe enthalten, die wir mal brauchen. Und dann hat also die IAU, die Internationale Astronomische Union, ihr 12. Kolloquium 1971 den Asteroiden gewidmet und in Tucson in Bundesstaat Arizona kamen also damals 140 Wissenschaftler zusammen und haben dort mal überlegt, was man alles mit den Asteroiden auch wissenschaftlich noch machen kann, bevor man sie einfach nur zählt. Aber damit man das jetzt nicht in mühevoller Arbeit übersetzen soll, muss, habe ich das selber auch mal gemacht. Und da heißt es also in dem Vorwort von dieser Veröffentlichung, wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära der Asteroidenforschung. Im 19. Jahrhundert wurde viel Zeit darauf verwendet, neue Asteroiden zu entdecken und ihre Bahnen zu bestimmen. Darüber habe ich ja bislang berichtet. Und einige Astronomen tun das noch heute. Physikalische Studien waren jedoch unter den Astronomen nicht sonderlich populär, weil kaum vielversprechend. Klar, wenn man nur ein Pünktchen sieht im Fernrohr, dann kann man da auch nicht viel mitmachen. Diese mangelnde Wertschätzung geht mit der gegenwärtig wachsenden Erkenntnis zu Ende, dass Asteroiden, Kometen und meteorische Materie grundlegende Überreste des ursprünglichen Sonnennebels sind. Ihre Erkundung liefert Daten für die Erforschung des Ursprungs und der Geschichte des Sonnensystems. Deswegen waren also die Astronomen nun mit den neuen technischen Möglichkeiten Raumfahrt und große Teleskope daran interessiert, das mal ein bisschen zu koordinieren. Und die NASA hat dann auch gleich ein Paper dazu veröffentlicht, das in einem Beitrag ein Review von spektrometrischen Studien der Asteroiden bringt. Und interessanterweise, das war also auch Anfang der 1970er Jahre, Clark Chapman, Torrance Johnson und Thomas B. McCord, die haben damals offenbar auch noch deutsche Zeitschriften gelesen oder deutschsprachige Zeitschriften gelesen bei ihren Recherchen. Passiert heute nicht mehr so viel. Und da steht nämlich in diesem Artikel von Clark Chapman,
Perhaps the most ambitious and reliable of the early photographic colorimetry, mein Englisch ist nicht mehr so gut, ist that of Fisher 1941. Und er bezieht sich dabei auf einen Astronomen, der Farbmessungen an kleinen Planeten gemacht hat, 1941, H. Fisher, an der Universität in Innsbruck. Und er hat darüber in den astronomischen Nachrichten geschrieben. Und das war also seine Habilitationsschrift an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Deutschen Alpenuniversität, so hieß das damals. Da war ja Österreich ein Teil der großen Nation. Und von daher gesehen, das war also eine der Arbeiten, auf die Amerikaner damals Bezug genommen haben. Und das Fazit dieser Arbeit ist im unteren Bereich zu lesen, durch Vergleich mit den vorhandenen spektralfotometrischen Messungen an irdischen Gesteinen und an Meteoriten wird gezeigt, dass eine Entscheidung über das Vorkommen bestimmter Gesteinsarten auf den Planetenoberflächen sich aber als unmöglich erweist. Der Farbenindex wird als neues Merkmal mit den Bahnelementen in Beziehung gesetzt, wobei sich eine Korrelation mit der halben großen Bahnachse ergibt. Also den ersten Abschnitt würde heute jeder Asteroidenforscher in Grund und Boden verdammen. Das ist nämlich inzwischen nicht mehr so, aber war mit den damaligen technischen Möglichkeiten vermutlich auch noch wirklich noch nicht machbar. Aber das zweite habe ich mal versucht darzustellen. Ich habe mir mal die Arbeit von dem Herrn Fischer angeguckt und gesehen, wie die Punkte verteilt sind. Hier ist also die große Bahnhalbachse aufgetragen und hier ist der Farbindex aufgetragen. Das heißt, 1 ist also ganz neutral. Hier wird es zunehmend blauer und hier wird es zunehmend roter, das Spektrum. Ja, und wenn man versucht, da jetzt einen Zusammenhang rauszukriegen, dann wird es also schon ein bisschen schwierig. Ich habe also dann mal eine Näherungskurve sozusagen berechnet und da kriegt man tatsächlich einen gewissen Zusammenhang, der darauf schließen lässt, dass es von innen nach außen von rot zu blau sich verschiebt, das Spektrum. Also innen eher ein rotes Spektrum, die Asteroiden haben, und außen eher ein bläuliches Spektrum. Es ist etwas, was heute auch niemand mehr so unterschreiben würde, denn es ist eher umgekehrt. Aber egal, das waren ja auch andere Zeiten. Gut, also in der Folge dieser Neuentdeckung der Asteroiden haben dann die amerikanischen Astronomen begonnen, eine neue Taxonomie zu erstellen, auch hier wieder der Farbindex bzw. das Reflexionsvermögen der unterschiedlichen Asteroidentypen aufgezeichnet gegen die Wellenlänge. Und man sieht da oben das, was so eine geringe, nahezu neutralen Verlauf des Spektrums angeht. Da ist also, dies bezeichnet man als C. Asteroiden, dann hat man einen, die bei kurzer Wellenlänge wenig reflektieren, bei hoher Wellenlänge, also großer Wellenlänge mehr reflektieren. Das hat man als S-Asteroiden gekennzeichnet und das, was so einen stetigen Anstieg hat, das hat man Metall M genannt, aber die Bezeichnung Metall ist so verkehrt nämlich nicht. Denn wenn man das denn mit Meteoriten vergleicht, dann stellt man tatsächlich fest, da sind jetzt noch ein paar mehr Typen dabei, dass also der C-Typ hier unten mit dem mehr oder minder gleichmäßigen Spektrum, dass das ungefähr dem Spektrum entspricht, was man bei kohlenstoffhaltigen Meteoriten findet. Der S-Typ, das ist das, was man bei Silikat, also Stein und eventuell auch Steineisen findet. Und der E-Typ, das ist das, was man bei Enstatit-Meteoriten findet. Das Vesta-Spektrum, das war eben noch nicht dabei, das entspricht also Enstatit und Plagioclase. Das heißt, man kann also durchaus jetzt eine Reihe von Ähnlichkeiten feststellen und damit möglicherweise auch Herkünfte von Meteoriten zu Asteroiden verbinden.
Das ist also inzwischen eine gängige Praxis, mit der die Astronomen arbeiten und dann so in den 1980er Jahren auch auf den Asteroidengürtel übertragen haben. Und wenn man das Ganze mal so jetzt in der Häufigkeit der verschiedenen Typen aufträgt, dann sieht man in der Tat, dass der S-Typ, der Gesteinstyp, im Wesentlichen innen verläuft und nach außen abnimmt, dass der C-Typ ein Maximum etwas außerhalb der 2,8 astronomischen Einheiten hat und dann auch wieder abnimmt, dass es also Asteroidentypen gibt, die nach außen mehr zunehmen und der E-Typ ist mehr oder minder auf den inneren Bereich beschränkt. Da kommt jetzt wieder praktisch sozusagen diese Resonanzgeschichte ins Spiel, dass es also kaum Grenzübertritte gibt. Wir haben ja das eben schon gesehen. Das heißt also, diese Typen sind mehr oder minder auf den jeweiligen Bereich des Asteroidengürtels im Wesentlichen beschränkt. Nun, 1984 erschien das Buch Zwischen den Planeten von einem gewissen Hermann Michael Hahn, in dem Sie vieles aus diesem Vortrag nachlesen könnten. Aber leider gibt es dieses Buch nur noch antiquarisch. Und ich habe eins gefunden im Antiquariat, Angebot, das ich mal dem guten Professor Wolfgang Priester gewidmet habe zum 60. Geburtstag. Das liegt also jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Priester war einer meiner Professoren in Bonn. Ich habe mich bei ihm in dankbarer Erinnerung für viele lehrreiche Vorlesungen bedankt mit diesem Büchlein zum Geburtstag. Das kann man also kaufen. Das ist allerdings, wie man eben gesehen hat, mindestens 30 Euro wert. Ich weiß nicht, ob es noch anderweits solche Objekte gibt. Gut, das war also jetzt praktisch die Phase der Erkenntnisse, der ersten Erkenntnisse. Viel mehr gibt es dann im weiteren Verlauf dieses Astroseminars und ich mache jetzt noch einen kurzen Epilog als Abgesang auf die Titius-Bodische Regel, die ja möglicherweise auch nur eher ein Zufall ist. Und zwar geht es darum, wenn man unser Sonnensystem sich anschaut, hier mal so im Querschnitt, dann hatten wir ja mit dieser Formel berechnet, diese Werte für die großen Bahnhalbachsen der Planeten zur Zeit von Titius und Bode. Und wenn man das mal in eine Grafik aufträgt, dann kriegt man tatsächlich hin, dass das gar nicht so schlecht ist. Die Ungenauigkeiten sind also im Vergleich groß. Man kriegt eine lineare Ausgleichsgerade für diese Punkte. Das macht sich nicht schlecht. Das kann also auch mehr sein als ein Zufall. Dann hat man also ja bekanntermaßen 1781 den Uranus entdeckt. Und der liegt also auch nicht weit entfernt, wie diese Karte zeigt. Da ist man jetzt dann, das war das eben, jetzt ist man hier und Sie sehen also hier der Qualitätswert für die Ausgleichsgrade ist mit 0,9998 ganz gut. Der ist auch hier noch genauso gut. Also der Uranus passt tatsächlich sehr gut da hinein. Aber wir haben ja noch ein paar Planeten in unserem Sonnensystem, unter anderem eben, nein, nur noch einen großen Planeten, muss man richtigerweise sagen, nämlich den Neptun, der 1846 entdeckt wurde. Und wenn man den da hineinträgt, dann stellt man auf einmal fest, wenn man da eine Ausgleichsgerade durchlegt, die hat dann doch irgendwo ziemlich große Abstände zu den Punkten. Und der Wert ist auch deutlich schlechter geworden. Von daher gesehen ist also hier mit dem Neptun die Regel für die Gültigkeit des Titius-Bodischen Systems eigentlich geplatzt. Aber jetzt können wir uns das ja mal angucken bei irgendeinem extrasolaren Planetensystem, beispielsweise bei TRAPPIST-1. Das ja vor ein paar Jahren Furore gemacht hat, weil es da auch 7 Planeten gibt, die allerdings alle ziemlich nahe um ihren kleinen Zentralstern kreisen
Und das sieht dann so aus, Abstand zum Stern in astronomischen Einheiten aufgetragen. Wenn ich da die gleiche Formel anwende, also die große Bahnhalbachse des ersten Planeten und die große Bahnhalbachse des zweiten Planeten nehme und dann diese Titius-Bohrsche Regel ansetze, dann bekomme ich diese beiden, das ist klar, die stimmen, sonst wäre die Regel ja falsch angewendet, dann müsste der bei 0,019 sein, der bei 0,027, das passt auch noch ganz gut, dann müsste der, da fängt es jetzt an, etwas ungenau zu werden, denn der ist ja nun schon fast an dieser Stelle hier, der gehört dann da gar nicht hin, oder auch nicht, mal gucken. Und dann wird es auf einmal ganz schlimm. Der letzte Planet hier, der müsste schon doppelt so weit weg sein. Und der steht eigentlich an dessen Stelle. Der müsste da sein. Gucken wir uns das Ganze mal an in der Grafik. Da sieht man auch in der Tat, wenn man da eine solche Ausgleichsgrade durchlegen würde, dann käme man auf eine ziemlich schlechte Näherung für die Werte. Die liegen also sehr ungenau auf dieser Geraden. Da kann man dann schon eher eine exponentielle Ausgleichskurve zulegen, aber das hat mit Titius-Bode nichts mehr zu tun. Da kriegt man wieder einen recht guten Übereinstimmungswert hin. Aber wie gesagt, das ist also nicht im Sinne von Titius und Bode. Man kann natürlich auch hingehen und überlegen, vielleicht sind da ein paar Planeten falsch. Wenn man beispielsweise den wegtut und den an die Stelle rechnet und den verschiebt, dann hat man schon was viel Besseres. Dann ist der Planet F einfach verkehrt. Aber man kann ihn ja nicht rausschmeißen. Also von daher gesehen, da würden vielleicht jetzt Astronomen sagen, in dem System, wenn es da welche gäbe, wir haben einen Planeten zu viel, wir brauchen keinen zu suchen, so wie im Beginn des 19. Jahrhunderts, sondern wir müssen einen verstecken. Also das ist nicht wirklich gut und man kriegt es selbst dann auch nicht besser hin. Und dann gibt es noch ein System, wo auch sogar 8 Planeten inzwischen herum bekannt sind, nämlich das System Kepler-90. Da hat man auch wieder die Abstände und mit der gleichen Formel kriegt man auch wieder, zum Teil Übereinstimmungen hier vorne ist klar, das geht auch ganz gut, das geht gar nicht, das geht auch nicht, das geht auch nicht. Also hier wird es dann wirklich allmählich kritisch und eindeutig sichtbar, wieder mit einer ziemlich schlechten Nummer hier, dass das die Ausgleichsgrade überhaupt gar nicht stimmt. Und auch hier könnte man natürlich hingehen und da einen hinsetzen, der fehlt, ja gut. Aber auch das ist einfach nur, ich sage jetzt mal, mathematische Schieberei. Und von daher kann man eigentlich sehr deutlich sagen, das Titius-Bodische System ist auch für unser Sonnensystem eher nur eine zufällige Übereinstimmung, aber hat mit der Realität wahrscheinlich wenig zu tun. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.